Eine Fahrradfahrerin fährt mit 10 Kilometer pro Stunde während 4 Stunden und 24 Minuten. Frage: Wie viele Kilometer hat sie zurückgelegt? Wir wissen, dass in einer Stunde 60 Minuten enthalten sind. 4 Stunden enthalten also 4 mal 60 Minuten, das heißt 240 Minuten. Und demzufolge enthalten 4 Stunden und 24 Minuten diese 240 Minuten plus diese 24 Minuten, also 264 Minuten. Die Geschwindigkeit der Fahrradfahrerin ist gleich zu 10 Kilometer pro Stunde, das heißt also 10 Kilometer pro eine Stunde. Eine Stunde können wir ersetzen durch 60 Minuten und diese Geschwindigkeit kann man auch so schreiben, also fährt sie ein Sechstel Kilometer pro eine Minute. Jetzt multiplizieren wir diesen Bruch oben und unten mit dieser 264 und erhalten als Zähler 264 geteilt durch 6 Kilometer, also 44 Kilometer. Die Geschwindigkeit der Fahrradfahrerin beträgt also 44 Kilometer pro 264 Minuten, was bedeutet, dass in dieser Zeit diese 44 Kilometer zurückgelegt wurden und demzufolge ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.